Ich bin von Hause aus Journalist, habe lange in Leipzig gelebt und war dort 14 Jahre Chefredakteur eines Stadtmagazins, das dort in der Stadt sehr angesehen ist. Und hatte eigentlich auch vor, weiter in dieser Branche zu arbeiten. Habe dann ein bis zwei Jahre, bevor es hier in Hannover losging, die Anfrage bekommen, ob ich Lust habe, hier mit Lars-Ole Wahlburg nach Hannover zu gehen und das neue Team zu unterstützen als Leiter der Presseabteilung. Der Alltag ist unglaublich vielfältig, ne? Es ist ja bei weitem mehr, als dass man sich jetzt um die Journalisten kümmert. Das ist natürlich ein Kerngebiet dieses Jobs, dass man Journalistenfragen beantwortet, dass man mit Journalisten in Kontakt tritt und den Kontakt auch hält und ausbaut, dass man sie versucht dafür zu gewinnen, dass sie über unser Theater berichten, nicht nur zu den Premieren kommen, sondern auch drumherum, dass sie Schauspieler porträtieren, Interviews mit Regisseuren machen und so weiter. Das gehört natürlich auf jeden Fall dazu, aber Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist viel weiter gefasst. Es umfasst natürlich den gesamten Bereich, wie das Theater in die Öffentlichkeit kommuniziert, beginnend bei dem gesamten Output an Printprodukten von Flyern bis zu Plakaten. Programmhefte werden ja dann doch eher von der Dramaturgie gemacht. Aber auch betrifft es zum Beispiel Aktionen, die man in die Öffentlichkeit startet. Viele Stücke sind so aufgebaut, dass sie nicht per se das breite Publikum ansprechen, sondern manchmal auch eine spezielle Teilzielgruppe, wie man so sagt. Und dann versuchen wir in der Stadt rauszufinden, wo gibt es Menschen, die vielleicht sich für dieses oder jedes Thema in besonderer Weise interessieren und die wir dann ansprechen. Ein Theaterabend, der mich wirklich erreicht, sollte etwas Berührendes haben und er sollte mich bereichern. Das Berührende zu erreichen ist gar nicht so einfach in einer Welt, wo wir ja medial alles verfügbar haben, irgendwo alles auch schon gesehen haben. Aber, und das ist eben das Faszinierende am Theater, dass ich auch hier so tief wie vorher noch nicht verinnerlicht habe, dass eben im Theater echte Menschen auf der Bühne stehen und Geschichten erzählen, Situationen, utopische Situationen, geschichtliche Momente durchspielen. Und dass in diesem Moment, wo diese Schauspieler auf der Bühne stehen und agieren und die Zuschauer im Zuschauerraum sitzen, das, was zwischen diesen beiden dort passiert. Für mich sind die schönsten Momente, die faszinierendsten, eigentlich solche, die für die anderen vielleicht ganz alltägliche sind. Ich nenne mal so exemplarisch die Situation am Abend, kurz bevor die Vorstellung beginnt. Ja, muss ein bisschen weiter ausholen. Es gibt am Theater den Abenddienst. Das heißt, ein Mitglied der Theaterleitung muss am Abend da sein, hat ein Diensthandy am Mann oder an der Frau und ist dann der Ansprechpartner oder der, der handeln muss, wenn beispielsweise ein Schauspieler sich verletzt oder ein Zuschauer ohnmächtig wird oder auch mal, was sicherlich jeder Besucher kennt, mal eine sogenannte Ansage gemacht werden muss, wenn ein Besetzungswechsel vorliegt. Und man macht eben auch so einen Rundgang durchs Haus, ne? Und man muss eben sich auch vergewissern, ist dann irgendwie ein paar Minuten, bevor es losgeht, am Inspizientenpult und schaut nach dem Rechten, sind alle Schauspieler da, ist alles okay. Und dieser Moment, ja, wenn dann hinter der Bühne man durch die Monitore des Inspizientenpultes schon die Zuschauer den Saal betreten sieht und dann sind da die Schauspieler, die in wenigen Minuten loslegen werden, die sich so warm machen für die Vorstellung, die einen ganz still und konzentriert, die anderen eher extrovertiert und vielleicht auch ein bisschen lustig oder albern, jeder auf seine eigene Art und Weise. Das, finde ich, sind so die Momente, die ich ganz besonders liebe.